Scheiße, Mann, ey. Lauf! Lauf! Ja, wie? Lauf weg! Willkommen, willkommen zu einem neuen Part. Du kannst ja mal probieren zu lesen, da steht's. Made of Skir. Diesmal bin ich dran und wir fahren dort fort, wo wir den Hund gehört haben am Ende. Man hört ihn noch im Hintergrund. Da war er. Der Jungt, Hund. Ist egal. Wir fangen an. Genau. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit, wenn du bereit bist. Ich bin bereit, wenn du bereit bist. Ich bin sowas von bereit. Ich habe gehört, ab jetzt soll es richtig schlimm werden. Hab da interne Quellen. Also den machen wir nicht nochmal an. Nee, das ist zum Speichern, das brauchen wir echt nicht. Okay. So. Wir bewegen uns fort und hier ist eine Lampe, die nichts macht. Läuft der immer so schnell? Ja. Okay. Also ich bin auf der Suche nach dem Hund namens Rex, der sich hier irgendwo verlaufen hat. Ich habe keine Ahnung, ob das so heißt. Aber... Ich habe gehört, der heißt Günther. Aber es ist respektlos, wenn wir einfach Hund sagen, also. Ich sag dir auch nicht, ich gehe heute zum Mensch ein Let's Play aufnehmen. Wobei, bei dir wird es zutreffen. Deswegen heißt es, genau. Genau. So. Davon läuft einer. Und beim Feuer. Und sing doch das Lagerfeuerlied, das L-A-G-E-A. Wie macht man den Mund zu? So. Feuer, die. Das ist mega laut. Nimm die. Die Statue. Genau. Mit E. Ja. Und jetzt? Wir müssen an dem vorbei wahrscheinlich. Du kannst nicht ewig die Luft anhalten. Ja, logischerweise. Ja, das ist schon klar. Ja. Okay. Also du solltest es auf jeden Fall mal probieren. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Nein, du musst laufen. Du kippst um, das schaffst du nicht. Lauf weiter. Bist du doof? Das funktioniert sogar. Okay, es reicht. Nice. Sehr gut. Hast du eine Badewanne? Das ist ein Geheimgang, ne? Mhm, unbedingt, ja. Oh ne. Ach ne. Kommt er wieder zu. Nein. Okay. Wo ist der Hund, Mann? Ja, die Maus ist so schnell, Mann. Ich kann sogar die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Nein, ich muss ja wegrennen können. Hund! Hund, wo bist du? Hey! Hund! Achso, Rex! Rex, wo bist du? Wieso hustet der? Luft, halt die Luft an. Er schwingt Feuer. Hä? Aber da ist der überall frei, wie kann er da stecken? Ja, wahrscheinlich ist Staub oder Rauch in der Luft. Oh. Da, Hund! Hey! Du bist der einzige Hoffnungsschimmer hier, du bist noch ein Lebewesen. Am besten laufen wir dem nach. Naja, ohne Witz, Scheiß. Als ob das was bringt, wenn man mitten am Husten ist, die Luft anzuhalten. Was ist das links? Und ich dachte, da steht einer. Ich glaube, da lag was am Boden, oder? Nee. Was ist hier los? Ah, nee, ich habe was gefunden. Williams, war das nicht dieser Typ da, wo geklopft hat, oder? Nee, jetzt essen sie den Hund. Oh nee. Haben sie den Hund? Nee, die haben nicht den Hund. Nein, der kommt da rein, bist ja ruhig. Er kommt da rein. Alter. Geh weg. Oh,
Ja, zeig ihm den Rücken, oder? Scheiße. Als ob der da jetzt einfach reinfällt. Oh, ich hab keine Luft. Hast du jetzt die Luft angehalten oder was? Ja, ich muss. Ich muss ihn nur unterstützen. Ich. Ja, genau. Ich will ihn da sein. Mhm. Wer die Luft anhalten kann, ist klein Vorteil. Oh, nein. Shit. Nein. Das ist nicht gut. Tut das weh? Geh hau mal an, was später. Probieren wir es gleich mal aus. Okay, wir sind mal sicher, oder? Oder schauen Sie da oben? Nein. Hallo, meine lieben Freunde. Genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt doch ein Like da oben, oder? Genau, als ob der da jetzt nicht einfach hochklettern könnte wieder. Stattdessen läuft er lieber hier durch diese Boden. Wie willst du denn da hochklettern? Das ist schon so breit, schau mal. Das. Ah, das geht schon klar. Nee. Doch, das geht klar. Erst Ding doch da, aber... Ich habe Bergsteigen studiert, glaub mir, ich weiß das. Also hat dich deine Mutter immer in so Löcher geworfen. Ja. In der Hoffnung, immer, dass sie... Ich musste immer auf deine Mutter hochklettern. Da ist ein Zettel. Ja, hab gesehen. Das ist ein Brief. Ein Kultbrief. Du musst Enter drücken. Enter. Guck mal, Enter ist die große Taste. Liebe Brüder und Schwestern, der Hohe Rat der Stillen lädt euch dazu ein, der Kraft des Liedes aus unserer Quelle zu lauschen. Gemeinsam werden wir die wahre Macht erlangen. Bringt unbedingt eure Opfergaben aus Fleisch und Knochen mit, um die innere Schwäche zu opfern und euch ins uns im Ritual der Wiedergeburt anzuschließen. Vergesst eure stillen Gewänder nicht, um euch von den Gopferteli normalerweise abzuschirmen. Geopferten. Unsere geliebte stille Jüngerin. Lauf einfach weiter, ist okay. Prudenz hat sich bereit erklärt, als Priesterin zu fungieren. Das ist eine große Ehre für uns alle. Das ist geschrieben größer als Komma nach Komma. Mhm. Also eigentlich nach Punkt. Sie wird bei der nächsten Versammlung der Brüder und Schwestern salbungsvoll für ihre neue Position einnehmen. In stiller Referenz. Wie war das noch? Ah, egal, schon weg. Ah, was sind das für Wörter, Mann? Ja, das ist eine andere Zeit gewesen. Da ist eine Tür. Mach mal Karte auf mit M. Warte schon. Ah, keine Karte hier unten, okay. Keine Karte. Wundert mich nicht. Hallo. Hallo. Ja, hier ist ich wahrscheinlich eine Karte. Joachim. Hier kann ich speichern, oder was? Da kann man speichern. Soll ich speichern? Ja, wenn noch von Vorteil. Aber jetzt kommt wieder so dieses... Ja, jetzt kann man wieder rausgehen, sonst wird's... That's all well and good you saying that. But I don't see why I shall need your assistance. I like it less than you. I have other jobs need attending. But your father insisted. Make sure she practices. She must be ready. His very words. Be ready for what? This here contraption is spinning. So go on with you. Start your second. He said be ready for what? Well, well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass. Are you bloody well gonna sing or what? Fine then. Jetzt kannst du weitergehen. Singt ja richtig grausam. Also die haben eigentlich ihre Tochter hier in dem Hotel gefangen gehalten und gezwungen zu singen. Du hast schon gemerkt, in dem Spiel geht es irgendwie so ein bisschen um die Musik. Die hat irgendeine spezielle Kraft. Das ist so dunkel, Mann. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal da rein, ne? Soll ich da rein? Gehen wir mal da rein. Nee. Bisschen los, ein bisschen Arsch. Ich muss wahrscheinlich da durchguxen. Und jetzt musst du da durch. Wie denn?
Luft anhalten und durch. Aber dass wir auch nicht so eine Öllampe mal mitnehmen können, weißt du? Wäre noch von Vorteil. Okay, aber da müssen wir irgendwas haben, um die runterzuziehen. Ich hab wahrscheinlich hier was verpasst, ne? Ey, was will ich denn hier verpassen? Da kannst du nicht weitergehen, oder? Links, links lang, guck mal. Luft anhalten. Schatztruhe. Wir sind reich. HMS Provinz. Da liegt noch ein Brief links, okay. Genau. Ich kann nicht lesen, wenn ich da. Ah. Ja, den muss ich jetzt nicht vorlesen. Ist alles gut. Boah, das ist ein riesen, das ist ein mega langer Tagebucheintrag. Ja, drücke den roten großen Knopf. Ja, so simpel. Jetzt kannst du sicher hinten durchlaufen. Vielleicht kommt diese Maschine mit mir mit, oder? Ah, war gar nicht so schwer. Kommt doch was. Es war zu lange zu ruhig. Links ist was, links steht einer. Oder? Da, guck mal, da. Ah ja. Soll ich runter? Ich muss ja, fast, oder? Rechts ist auch einer. Ja, lauf da lang, das ist gut. Lauf noch weiter links, wenn es geht. Alter, verspielt mir den Weg wie ein Türsteher. Geh weg. Ich gehe einfach mal hier. Einfach nicht nach hinten. Das ist eine Sackgasse. Nein, das hört sich gar nicht gut an. Ja, huste jetzt nicht, Mann. Du hast keine Zeit zum Husten, ey. Nochmal Luft holen und dann laufen wir an dem vorbei, würde ich vorschlagen. Hol erstmal Luft. Lass ihn erstmal Luft holen. Ja, wie, Mann, wenn er mich die ganze Zeit anschaut? Ich hab keine. Ja, anschauen kann er dich. Ah, da, nicht. Ich muss hinter den durch. Meinst ich du? Ich laufe jetzt an ihm vorbei. Ja, probier's, okay. Oh, Scheiße. Erschreck mich nicht so. Warte, was hab ich gehört? Geh noch rechts, das schaffst du nicht. Geh erstmal noch rechts. Vielleicht muss ich ihn herlocken. Vielleicht muss ich ihn herlocken oder so. Er läuft weg, du kannst ihm langsam nachlaufen. Warum braucht er so lange zum Luftholen, Mann? Ich glaube, er kann auch gar nicht atmen hier. Bin ich geduckt? Oh, shit. Bleib stehen, bleib stehen. Warte. Jetzt lauf. Lauf, lauf, lauf. Keine Chance. Oh, Scheiße, Mann, ey. Lauf! Lauf! Ja, wie? Lauf weg! Du musst weglaufen! Das war's. Das war nicht cool. Aber jetzt, weißt du, wollte mal zeigen, wie es aussieht, wenn man stirbt. Das hat noch, das stimmt jetzt. Ah, danke. Weil hättest du es ja normalerweise. Kein Problem. Kein Problem, Mann. Ist doch easy, ey. Mhm. Geschrieben wie ein Mädchen hast du. Du hast geschrieben wie ein Mädchen. Ja, für dich, weißt du. Also, jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Jetzt springen wir mal dahin, oder? Knopf drücken. So, und jetzt nochmal. Mit Plan. Jetzt würde ich gerade rechts rumgehen. Mit Plan und Fokus. Und halt noch nicht zu früh die Luft an. So früh musst du es noch nicht machen. Ja, 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 immer mit der Ruhe. Ah, er hat jetzt schon kein Leben. Ja, weil du am Sprinten warst. Warte nochmal. Lass ihn.
Lass ihn doch erstmal Luft holen. Ich glaube, er macht immer die gleiche. Ja, der läuft immer die gleiche Runde. Ich würde jetzt hintergehen zu ihm. Weil dann läuft er an dir vorbei und läuft bis ganz nach vorne. Warte mal. Jetzt? Ja, ja, ich würde jetzt gehen. Aber noch nicht die Luft anhalten, noch nicht die Luft anhalten. Musst du noch nicht. Wo ist er jetzt? Er kommt jetzt. Warte. Jetzt geh und halt die Luft an. Jetzt geh, geh los. Weiter, 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 weiter. Jetzt muss ich rennen. Noch nicht, noch nicht, bleib stehen. Warte, guck, wo er kommt. Guck, wo er kommt. Links, links, links. Oh, nein, 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 nicht zurücklaufen. Bleib noch der. Da. Ich geh einfach mal hier längs. Ja, das ist gut. Scheiße. Da ist nichts. Da, da ist links ist der Stromschalter. Den musst du umlegen. Soundeffekt ausschalten. Aha. Er hustet die ganze Zeit. Nein, dann der geht ja wieder zurück. Doch, 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 doch. Okay. Jetzt. Er hat dich. Halt die Luft an, halt die Luft an, halt die Luft an. Oh, Scheiße. Halt die Luft an! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, du Messgeburt! Lauf weg! Ja, genau vor dem. Halt irgendwo die Luft an, wenn's geht. Jetzt weglaufen, genau. Und dann, wenn du. Da musst du stehen bleiben, wenn du keine Luft mehr hast. Stehen bleiben, jetzt stehen bleiben. Bleib erstmal stehen. Was für Stress. So. Immer wieder gern, Bruder. Jetzt geht dahin, wo du den Schalter aktiviert hast. Also. Das war, glaube ich, hier. Okay, das ist auch noch eine gute Idee, genau. Bevor der kommt. Einer hat mich gesehen, oder? Nee, sehen könnte er dich gar nicht. Ah, den Schalter musst du da auch aktivieren, da rechts. Da ist noch ein Schalter. Ja, warte doch mal, ich habe genug Probleme gerade. Das hast du wirklich, ja. Den hier. Genau. Da ist noch ein Schalter. Warte, wo ist dieser Bastard? Rechts oder links? Der ist rechts, aber ich würde noch warten. Jetzt würde ich gehen. Ich weiß, was für ein Stein da runtergefallen ist. Jetzt würde ich gehen, ja. Wo ist der Schalter? Links da. Da ist keiner mehr. Ah, da ist Bastard. Da jetzt, ist Bastard. Jetzt müsstest du durch die Tür da hinten kommen. Yes! Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Da ist noch einer. Mann, geh weg, du. Yes! Ja, geh in den Lift. Oben, oben kannst du eine Leine ziehen. Nice! Ja, das hast du super gemacht, hä? Danke. Du hast viel von mir gelernt, von den ersten zwei Parts. Was hast du gesagt? Ich hab nicht gehört. Du hast viel von mir gelernt. Ey, warte, schon. Ah, da ist noch Feuer. Feuer ist ein gutes Zeichen. Feuer ist Ehrensache. Mach mal lesen. Was ist das? Das Gebet. Ah, das ist aber. Warte, warte, vielleicht müssen wir das mal machen. Segnung, übergieße den Willigen, um ihn reinzuwaschen. Also wir müssen jemanden übergießen. Muss man Wasser ausprobieren? Mit Öl. Man kann es mit Öl machen. Alles gut, mit heißem Öl. Olivenöl? Mhm. Die Wiedergeburt. Heiße den neuen Jünger. In der Stille willkommen. Was ist ein Jünger? Jüngling. Genau, zum Beispiel. Junger Mann. Genau. Jebediah Williams, 18th, 15th, nee, Jebediah.
zu des Rapper geworden, Mann. Alles so mittellauter mit Steinen so. Okay, komm mal. Leute, ihr müsst mir entschuldigen, wir haben es 3 Uhr in der Nacht. 2:31. Ding dong. Nein, ich muss schon. Hey, hab mich erschrocken. Da unten hat's rechts. Ich hab's schon gesehen. Hast du es gesehen? Da musst du. Ah ja, gut, hast du gemacht. Sehr schön. Ich will aber noch schnell beten, damit wir da richtig gut durchkommen. Dann nimm noch die Schmerzmedikamente. Ja. Oh, lieber Gott, lass mich bitte nicht mehr nie für immer allein auf dieser Welt. Danke. Da hat's nichts mehr. Nee, ist gut. Jemand singt. Wer singt um diese Zeit, Mann? Da hat das Mädchen, das singt. Weißt du noch? Ja, ja. Oh, da ist ein Adler, nice. Ein Rabe wahrscheinlich. Was macht ein Rabe auf einer Wand, Alter? Du musst, glaube ich, nochmal die Schalter drücken. Vielleicht muss ich schnell. Ja, ja, ich denke es auch. Und trinkt auch einen Schluck. Ah, jetzt funktioniert's. Nice. Weißt du, wie geil, wenn du im Spiel so pfeifen kannst und dann gibt's so einen Effekt? Ja. Das wäre nice. Copyright. Copyright bei mir. Copyright bei Scenic VC. Soll ich dem Geschrei? Ja, ja, würde ich auch dem Geschrei. Wow, was geht ab? Ist das normal? Guck mal irgendwie die da durch oder so. Oh shit. Yo. Muss ich eine Eintrittszahl zum da weiterschauen? Drück mal M, drück mal Karte. Ich kann nicht das schreiben. Zieh dich zum Hotel zurück. Also, wir sind wieder zurück. Komm ich da zurück? Das geht nicht. Doch, da. Ja. Hund! Folge Rex! Nice! Bist du durch die Tür gekommen? Was? Die Tür war zu, wie ist der durch die Tür gekommen? Ja, die aufgemacht. Ich merke diesen Fehler, Mann. Nein, das ist schon alles korrekt so. Dort hat Cassandra gesagt, renne zum Hotel zurück, oder? Genau, richtig. Das war die Hauptaufgabe. Oder die nächste Aufgabe. Yo, meine lieben Freunde, dann denke ich, an dieser Stelle werden wir auch den Part schon leider beenden müssen. I need to tell someone. Get all of this out. Get this down somewhere. My father does not know that I'm making this recording. But I need to confide in. Well, in you, Mother. He has been pushing me. Pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. But it is more than that, too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And Mother,
You have never heard such language. I know our finances are dwindling and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but he sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, Mother. I'm not sure if I can be you. Wenn ihr wissen wollt, was mit Rex passiert ist und wie ihr die Tür geöffnet habt, dann schaltet wieder ein beim nächsten Part mit Nia und vielleicht Simmons. Haut rein, Leute, haltet die Ohren steif, schönen Abend noch und ciao.